Weiter geht es mit dem Fingerlerchensporn, Corydalis solida. Seine Blütezeit liegt schwerpunktmäßig im April und Mai. Der Gattungsname Corydalis wurde auch hier aufgrund der Blütenform aus dem griechischen Namen der Haubenlerche abgeleitet. Das Artepitheton solida bedeutet übersetzt fest. Die Pflanze wird manchmal auch als fester Lerchensporn bezeichnet. Zurückzuführen ist das auf seine feste Knolle, besonders eben im Gegensatz zu der hohlen Knolle des hohlen Lerchensporns. Hier besteht der traubige Blütenstand aus mehreren Einzelblüten. Diese sind meist eher blassrot, seltener lila oder auch weiß. Die Einzelblüten sind langgezogen und am Ende gespornt, aber dieser kann nach unten gebogen oder auch gerade sein. Die Blüten sind zygomorph, also nur mit einer Symmetrieachse. Außerdem kann man eben eine Ober- und eine Unterlippe erkennen. Dennoch handelt es sich hier nicht um einen echten Lippenblütler, sondern um ein Erdrauchgewächs. Einen kleinen Verwandten, den gewöhnlichen Erdrauch, findet ihr als anspruchsloses Beikraut auf Ruderalflächen, wie zum Beispiel auf Äckern. In der Blüte des Fingerlerchensporns befinden sich außerdem zwei blassweißliche Kronblätter, die verwachsen sind und Frucht- und Staubblätter bergen. Der Fingerlerchensporn bedient sich der Insektenbestäubung. Die bestäubenden Insekten sind vor allem Hautflügler wie Bienen, darunter auch Hummeln oder auch Wespen, die mit Nektar belohnt werden und die in sich, wie manche Hummeln, erschummeln und den Sporn hinten eben kurzerhand anknabbern. Raupenfutterpflanze sind die Lerchensporne für den Oligophagen, also eher spezialisierten schwarzen Apollofalter, der vom Aussterben bedroht ist. Und diese Pflanzenart ist außerdem Nektarpflanze des Zitronenfalters. Es werden 2 bis 3 langgestielte, blaugrüne und doppelt dreizählige Stängelblätter ausgebildet. Wie schon gesagt, bedeutet das, dass die Blättchen durch Stiele voneinander getrennt sind, wie beim Klee, und diese dann wiederum dreizählig sind. Neben diesen Laubblättern werden auch sogenannte Tragblätter ausgebildet, die sich unmittelbar unter jeder Blüte befinden, und sie sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Beim gefingerten Lerchensporn sind sie, wie der Name es ja schon verrät, handförmig geteilt. Als Frucht wird eine schotenförmige Kapsel ausgebildet. Hier enthalten die Samen je ein Elaiosom. Das nährstoffreiche Ölkörperchen wird besonders von Ameisen begehrt und der Same wird durch sie verschleppt. Diese Form der Tierausbreitung wird Myrmecochorie genannt, also Ameisenausbreitung. Auch andere Tierarten wie Schnecken spielen für die Ausbreitung der Samen eine Rolle. Der Fingerlerchensporn ist ein echter Geophyt und bildet Wurzelknollen, die als Überdauerungsorgane unter der Erde liegen. Seine Knollen sind nicht hohl. Außerdem wird hier ein Niederblatt am Grunde ausgebildet. Die ganze Pflanze ist giftig. Der Fingerlerchensporn ist in Deutschland heimisch. Er kommt in rund 26% der TK25-Blattschnitte vor und gilt auf nationaler Ebene nicht als gefährdet oder besonders geschützt. In Bayern gilt er als gefährdet und in Sachsen als stark gefährdet. Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zählen nicht zu seinen natürlichen Verbreitungsgebieten, weshalb er also auch dort per Definition, selbst innerhalb Deutschlands, als Neophyt gilt. Standortlich ist diese Art nach den Zeigerwerten von Ellenberg eine Schattenpflanze mit Schwerpunktvorkommen in frischen, mäßig basen- und nährstoffreichen Wäldern. Als Charakterart der Ordnung der Buchen- und Hainbuchenwälder kommt er in verschiedenen frischen Laubwaldgesellschaften vor.